Sportfreunde, der Hauptkampf des heutigen Abends wird Ihnen präsentiert von Capital Baustoffe. 10 Runden im Schwergewicht, 10 Rounds Heavyweights. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Christian Ritter aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Goran Filipovic aus Serbien, Oliver Brien und René Fiebig aus Deutschland. Kommen wir jetzt zum Kämpfer in der blauen Ecke. Er ist 36 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 113,1 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,91 Meter. Er ist Profi seit 2018. Sein Kampfrekord 10 Kämpfe, 9 Siege, 7 Mal gewann er durch K.O. Er ist der ehemalige WBO-Europameister aus Fechter, Erik Pfeiffer. And now, ladies and gentlemen, nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke, the red corner. Er ist 28 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 102,6 Kilogramm auf die Waage bei der Körpergröße von 1,95 Meter. Er ist Profi seit 2015, sein Kampfrekord 9 Kämpfe, 7 Siege, 4 Mal gewann er durch K.O. von Kutsch Boxing, all the way from Belgrade, Serbia, the White Sniper, Dusan Veletic. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, is Marco Morales. Jetzt mit den letzten Instruktionen, now with the final instructions. Hey, man in the suits, attention my commands. Take the time, all time, okay? That's good. Okay. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, dies ist der Hauptkampf des heutigen Abends. 10 Runden im Schwergewicht. Seconds out, ringfrei, Runde 1, Round 1. Box! Schwere Aufgabe für Erik Pfeiffer. Oh, wackelt er schon in die Ecke. Und Morales zählt schon mal. 5, 6. Eieieiei. Na, die waren noch nicht mal voll gestreckt, die Rechte. Box. Der Boxer war offen. Oh. Auf der Innenbahn ist er so offen. Ja. Das kriegt man jetzt so schnell auch nicht abgestellt. Ja, der ist schnell, der hat schnelle Hände. Ja, beweglich auch, ne, für den Schwenkler. Ja, den schon ein paar Mal gesehen, aber immer gut gefallen. Rechte wieder rein. Zack. Sieht immer alles lässig aus beim Veletic. Er kann sich das denn aussuchen, ne? Guck mal, wie er trifft. Ja, genau, Junge, ja! Das hält er ja nicht lange durch, das Tempo. Das hält er lange durch. Ich meine jetzt Erik. Ach so, ne, dieses Drücken, dieses. Keine Chance, nimm den raus. Weg, one step back, one step back. Nochmal gewackelt.
Aber er will ihn leben lassen, ne? Ja? Man hat gesehen, wenn er gleich hinterhergegangen wäre, wäre Schluss gewesen. Ja, wollte er nicht. Ja, das ist wahnsinnig schnell für einen Schwergewichtler. Ja. Technisch gut, ausgebildet. Ja, auch das Auge macht mit. Ja. Die Schlaghärte wird er auch mitbringen. Einmal verloren hat er gegen José Laduet aus Kuba. Eines der Aushängeschilder Universum-Boxstalls. Und gegen den kann man schon mal verlieren. Ja, okay, ja. Also auch 7 Runden arbeiten müssen, Laduet, bis er ihn endlich hatte. Second round, Ring 2, Runde 2. Round 2. Blue Corner, second round. Box. Der Erik Pfeiffer auch nur einen Kampf verloren. Gegen Nick Webb aus England. Das Ganze auf Gibraltar. Er bemüht sich da, der Erik Pfeiffer, kann man eben nicht absprechen, aber... Ein paar klare Treffer hat er schon gehabt, ne? Ja. Ja, wieder linke Haken drin. Vielleicht bereut sich der Wildwitz noch, dass er ihn hat stehen lassen. Nee, das glaube ich nicht. Wenn er möchte, könnte er, glaube ich. Oh ja, da wäre schön. Mit der linke Aufwärtshaken ja. Drin. Alles spielerisch. Ja. Einfach mal gestoppt mit der linken gerade. Ja. Aber nach der ersten harten Runde hat er sich einigermaßen berappelt. Ja. Der Erik Pfeiffer. Und jetzt, ja, jetzt hat er ein bisschen Erfolg gehabt mit 1-2 Treffern. Hat er seine beste Zeit auch bei den Amateuren gehabt oder bei den olympischen Boxern, wie man so schön sagt. Ja. 2018 dann Profi geworden, 2019 immerhin WBO European Champion mit einem vorzeitigen Sieg über Adnan Recovic aus Bosnien-Herzegowina. 2020 dann kein Kampf, 21 Niederlage gegen Nick Webb, 22 ein Kampf, Sieg in der ersten Runde über Drasan Jan Janin. Bosnien-Herzegowina und 2023 bislang ein Kampf, TKO-Sieg in Traunreuth gegen den Tschechen Pavel Sauer. Box.
sicher sein, Rieke. Und immer Fuß nicht. Jawohl. Wieder zu, jawohl. Rieke, da ist das da. Stopp! Becken, hol ihn. Kopf runter. Ja, ja, genau. Zumachen. Du, zumachen. Keine Spiele. Keine Spiele. Keine Spiele. Ja. Burschen, du hast immer reintauchen, dann rennen. Oh. Na, ja, gut weggesteckt. Jetzt will er Schluss machen. Na, den muss er erstmal nehmen. Er ist Sicherheit wieder. Ja. Er ist Sicherheit wieder. Sicher. Sicher. Ja. Sicher sein. Zum Zweck. Nochmal zwei, drei. Körpertreffer, Kopftreffer. Und die gute Antwort von Pfeiffer. Aber zwischendurch setzt er aber selber Schläge. Ja, und trifft auch ganz gut. Ja. Aber halt nicht beeindruckend. Ne? Schöne Linke, jawohl. Ja, ein richtig guter Kampf geworden hier. Ja, mit der Kopf. Aber es sind keine 10 Runden. Ja, hat sich zurückgekämpft. Ich dachte, jetzt wäre Schluss, aber nö. Erik Pfeiffer wurde in Russland in Asbest geboren. Kam mit 7 Jahren nach Deutschland, nach Lohne in Niedersachsen. Dann, ich habe schon gesagt, als Amateur, dann große Erfolge, Bronze bei der WM. In Baku 2011, der Verlorer gegen den Briten Anthony Joshua, den kennen wir ja alle gut. Da musste er mit gebrochener Nase verletzungsbedingt aufgeben in Runde 1. Joshua holte sich dann in London die Goldmedaille. Im super Schwergewicht gegen den Italiener Roberto Marrelle. Die weitere Geschichte von Joshua ist bekannt, also in London bei den Olympischen Spielen natürlich. 2009 wurde er EU-Meister, der Erik Pfeiffer. 2013 Bronze bei der Weltmeisterschaft in Almaty. Niederlage gegen Ivan Ditschko aus Kasachstan im Halbfinale. Stopp! Oleg, stopp! Ja, jetzt haut er viel vorbei.
Es legt jetzt schon alles rein in den Einschlag. Ne? Stopp. Der Erik. Ja. Ja, aber erstaunlich, der Pfeifer. Ja. Wie er sich da zurückgeschraubt hat. Das ist ein Arbeiter. Oh ja. Ja, doch. Nochmal schöne Rechte. Nicht halten. Weg! Zeit! Ja, klare Runde an Erik Pfeifer. Ja. Krasser Kampf. Geil. Ja, auch derselbe hat jetzt versucht festzuhalten. Ne? Hab's ja gesagt, der bereut's noch, dass er die erste Runde nicht losgemacht hat. Ja, wenn er weiter so kämpft, ja. Der Erik. Na gut, sind noch 5 Runden, ne, oder? 6, ne? 6. Ja. Hat natürlich hier einen sehr aufwendigen Stil an den Tag gelegt. Der zu lange. Stopp! Box. Da muss er aufpassen. Oh. Ja, Boxer wieder ein bisschen konzentrierter, der Benedikt. Ja, er hat eben auch in der Ecke gepumpt. Also so richtig fit. Holding. Ist er auch nicht, wolltest du sagen. Stop. Nein, ist richtig. Ja, und wenn du jetzt einen hast, der andauernd nach vorne kommt, Box. Mit einer Doppeldeckung, ist das für ihn auch nicht so einfach mehr. Stopp! Stopp!
Kopf rum lassen. Box. Oh. Stop. Box. Erik wird auch müde jetzt. Oh. Ja, war ja klar nach dem Gewaltakt von eben. Kommt auch die Rechte wieder gut von Venetic. Oh, wow, drei harte Hände. Eieiei. Aber muss sagen, überraschend guter Kampf. Aber einseitig. Mit den klaren Treffern. Aber er kriegt nicht runter, ne? Nein. So, hier nochmal ein paar Zeitlupen hier aus der Runde. Also der Pfeifer imponiert mehr. Ja, das muss ich auch sagen. Ich dachte, das wird nicht mehr so lange gehen, aber hat sich zurückgekämpft. Ja, die Linke ist natürlich zweimal da schön vorbeigesegelt. Zu klammern, der Erik Pfeifer. Stopp. Oh, nochmal die Linke. Volle Kanne durchgekommen. Oh, ich muss aber schwer kassieren. Stopp. Das war eine harte Runde für Erik Pfeifer. Ja.
Aber er steht. Aber er steht, es gibt noch eine siebte. Profi seit 2015, der Veletic, da macht er ein Jahr Pause. Comeback 2017. Sieg über den bis dahin ungeschlagenen Robin Och aus Langen, der daraufhin seine Karriere beendete. 2019 ein überraschender Punktsieg über Albon Pervisai. Bis dahin 12-0. Und 2021 kein Kampf, 2022 ebenfalls nur ein Kampf, Niederlage gegen, ich habe vorhin schon mal gesagt, gegen den Kubaner José Laduet. Also viel Boxen tut er nicht, da tut sein Veletic. Aber mit einem Sieg heute kann es sich ändern. Die rechte, die schluckt da alles jetzt. Der Erik. Ja, nimmt er alle weg, ne? Ist vielleicht nicht mehr so. Oh. Was? TK. Er beschwert sich auch gar nicht. Guter Trainer. Ich glaube, der ist froh, dass es rum ist. Ich hätte ihn schon vorher rausgenommen, ne? Wo das so kritisch war. Aber jetzt war das so eigentlich. War nix. Aber. War die rechte mal drin, ja, aber. Na gut. Ciao. Überraschender Abschluss eines langen Boxabends. Wie lange haben wir eigentlich jetzt kommentiert? Von halb sechs, was haben wir jetzt? Gleich eins. Elektronische Aufzeichnungen nicht. 7,5 Stunden. Nicht schlecht. Ja. Er hat schon viel an den Kopf gekriegt. Ja, keine Frage. Und das ist nicht gesund. Ja gut. Er hat ja trotzdem, muss ich sagen, hier sehr gut und bravourös verkauft. Ja, auf jeden Fall. Kämpferherz gezeigt. So, das Urteil warten wir natürlich auch noch ab, wie sie es gehört. Auf jeden Fall. Ich packe schon mal hier so meine Klamotten zusammen. Ist er auch schon 28, der Veletic? Ist das richtige Alter für Schwergewicht? Ja. Ne? Beweglich ist meine er. Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. Vielleicht fällt ihm noch ein bisschen die Cleverness. Die Aufgabe der blauen Ecke. Gleich abschließen sollen. Ja. In Runde 7 nach 55 Sekunden. Wir haben wieder bei TKO und Round Number 7, Number 55 Seconds. Dusan! Melody!